meine Lieben, willkommen zu einem neuen Schwangerschafts-Workout. Dieses Workout ist geeignet für alle drei Trimester. Wichtig ist aber, in erster Linie klärt das immer zunächst einmal mit eurer Frauenärztin ab oder mit eurer Hebamme, inwieweit und wie viel Sport ihr treiben dürft. Ansonsten, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wichtig ist, habt irgendwo in der Nähe ein Gläschen Wasser zur Hand und schaut, dass eure Herzfrequenz nicht allzu hoch geht, maximal 145 Beats per Minute. Wenn ihr eine Pulsuhr habt, schnallt sie euch schnell um und alles, was ihr heute dafür braucht, ist ein Step. Habt ihr keinen Step, trainiert einfach ohne und einen kleinen Ball. Und dann würde ich sagen, habt ganz viel Spaß beim Training und los geht's! Zunächst einmal beginnen wir mit dem Warm-up und wir gehen ganz leicht von oben in die kleinen Squats. Wir gehen noch nicht so tief. Denn wichtig bei einer Schwangerschaft ist natürlich, dass ihr euch immer wohlfühlt bei allem, was ihr gerade macht. Wenn es irgendwie zwickt, wehtut, sticht oder der Bauch wird irgendwie unnötig hart, dann reduziert die Belastung oder hört einfach auf. Und dann beginnt ihr einfach morgen mit einem neuen Tag frischer Energie. Ja, ihr Lieben, warum ist Fitness in der Schwangerschaft so wichtig? Ganz einfach, das reduziert Depressionen. Es reduziert Wassereinlagerungen und vor allem auch reduziert es die Gefahr einer Schwangerschaftsdiabetes. Genauso kann es auch helfen, gegen die Übelkeit anzukämpfen, gegen die böse morgendliche Übelkeit, die auch schon mal den ganzen Tag anhalten kann. Ich kann ein Lied davon singen. Ich bin selber auch Mama und mein Sohn ist jetzt 3 Jahre alt und ich werde diesen Zeitpunkt der Übelkeit, diese Phase werde ich auch wahrscheinlich nie vergessen. Okay, ihr Lieben, wir kommen in die Leg Curls und wir verlagern das Gewicht ganz locker nach rechts, Mitte, links, Mitte, genau. Langsam und kontrolliert, so dass ihr euch immer wohl fühlt, ihr Lieben. Genau, und nochmal tief und verlagert das Gewicht. Wichtig ist natürlich auch während der Schwangerschaft, man nimmt an Gewicht zu, die Kugel wird immer größer und da muss man natürlich auch schauen, dass man seine Balance schult, das Gleichgewicht. Ja, also man merkt auf jeden Fall, in der Schnelle der Zeit kann es schon mal auf jeden Fall zu Gleichgewichtsstörungen kommen. Und deswegen, je mehr ihr eure Balance schult, desto besser ist das auch für den Gesamtverlauf der Schwangerschaft. Okay, wir nehmen nun die Arme locker nach vorne und zurück. Genau, nach vorne strecken und zurück. Wir aktivieren nun auch den Schultergürtel und wir lächeln und das Baby wird es merken, ihr Lieben. Okay, tief und hoch. Wir können uns jetzt auch trauen, noch ein bisschen tiefer zu gehen mit dem Gesäß. Von der Seite zeige ich euch das Ganze mal. Ihr macht ganz normal weiter. So, tief und hoch. Tief und hoch. Und nun befinden wir uns auch schon im fließenden Übergang ins Training. Genau, tief und hoch. Nochmal. 5 mehr und dann beginnen wir auch schon mit unserem Training. Super. Tief und hoch. Und wir nehmen dann auch unseren Stepper dazu. Hast du keinen Step, wie gesagt, dann mach's einfach ohne. Ist genauso gut. Und wenn du Lust hast, dir einen Step zu besorgen, dann schau einfach mal nachher bei mir unten in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link. Und hoch. Super. Und lockern. Lockern, 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 die Beine shaky, shaky, shake, die Arme shaky, shaky, shake. Okay, nimm dir deinen Step, los geht's. Es geht nach vorne im weiten Stand, zurück im weiten Stand. Vorne etwas weiter als schulterbreit, nach hinten schulterbreit. Okay, hoch und tief. Super, step, step, down, down, step, step, down, down. Okay, wunderbar. Und wir kommen in einen Rhythmus und wir nehmen die Arme hinzu. Wunderschön. Super. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und wieder tief. Schön. Und tief. Wunderbar. Wir finden langsam einen Rhythmus. Seht zu, dass eure Füße komplett auf dem Step sind. Nicht nur angedeutet mit der Fußspitze, sondern wir setzen den Fuß komplett auf. Und weiter geht's. Und hoch und tief. Und hoch und tief. Come on. Hoch und tief. Schön. Und tief. Nochmal. 8. 7. Noch 6. Komm tiefer mit dem Gesäß. Noch 5.
Noch vier. Wir bleiben tief. Noch vier. Come on. Noch drei jetzt. Come on. Letzten zwei. Und der letzte. Und wir bleiben hier mit dem ganzen Fuß auf dem Step und marschieren. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, noch 2 und der letzte. Und wir bleiben mal so isometrisch stehen. Für 5, 4, 3, 2, 1 und lösen runter. Locker, locker, locker. Nehmt euch jetzt den Ball hinzu. Habt ihr jetzt euch den Ball geschnappt, dann geht es jetzt direkt weiter mit unserem Stepper. Es geht hoch und runter wieder und der Ball führt eure Armbewegung. Und der wird euch auch helfen dabei, sauber und gerade auch die Ausführung durchzuziehen. Das Schöne ist, Schwangerschaftssport reduziert nicht nur Wassereinlagerung und so weiter, sondern auch vor allem Rückenprobleme. Ja, da kann ich einfach nicht von sprechen in der Schwangerschaft, aber ich habe mich ja durch meinen Sport gerettet, habe selber immer nach jede Menge Workouts gesucht und habe so angefangen, meine eigenen zu entwickeln. Genau wie auch mein eigenes Beckenbodentraining. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr da was tun wollt, speziell für den Beckenboden, dann schaut ihr einfach mal da rein. Okay, nach vorne und runter. Schön. Der Arm und der Ball führen. Beim nächsten Mal bleiben wir stehen, laufen auf der Stelle und wir strecken den Ball zur Decke und tief. Nach oben und tief. Schön. Noch 10, noch 9, 8, noch 7, noch 6, noch 5. Komm schön in die Strecken der Arme. Noch 5, oder waren es 4? Noch 3, noch 2 und der letzte. Super. Mit der nächsten Übung, der Ball bleibt oben und wir gehen nach vorne und tief. Nach vorne und tief. Und der Ball führt auch hier wieder die Bewegung. Schön. Eine schöne Übung für den Schultergürtel. Das Tolle ist ja auch, Bewegung in der Schwangerschaft hilft bekanntermaßen auch, ja, eine gesunde Spontangeburt ganz gut zu überstehen und vor allem auch eine sehr starke Gewichtszunahme in der Schwangerschaft. Muss ja auch nicht sein. Also ein bisschen schon, ein bisschen dickerchen darf man werden, finde ich. Aber alles im gesunden Maß. Okay, und tief. Nochmal. Und tief. Come on. Noch 5. 4. Noch 3. Noch 2 und ihr wisst, was jetzt kommt, der letzte und wir bleiben hier für 5, 4, 3, 2, 1 und wir lockern. Wo bin ich denn hier? Okay, ich komme runter. Okay, wir machen eine ganz kurze Pause, wir lockern unsere Arme aus, unsere Beine aus, streichen nochmal das Babybäuchlein, erfreuen uns eines schönen Tages und dass es dem Kleinen gut geht und dann geht es auch direkt weiter im Wechsel. Wir gehen nach ganz rechts einen Step, drehen uns leicht ein, 45 Grad und gehen hier tief und hoch. Der Ball geht nach vorne und zurück. Schön, tief und hoch. Super. Wow, eine schöne Übung, ein schöner Ausfallschritt. Schult auch die Balance. Macht nur so weit ihr könnt. Wenn ihr nur ein bisschen tief kommt, dann ist es auch okay, ihr Lieben. Es muss jetzt nicht jeder Mega-Burner, keine Ahnung, was olympische Disziplin sind mit Goldmedaillen-Workout sein. Gott, was für ein Wort. Tief und hoch. Schön. Gerade parallel zum Boden den Ball und zurück. Parallel zum Boden und zurück. Schön. Noch 10. Noch 9. 8. 7. Noch 6. Schön, schön. Noch 5. 4. 3. 2 und der letzte. Ihr kennt das, wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Das schult auch wieder die Balance. Und Seitenwechsel. Wir marschieren locker auf die andere Seite. Marsch, marsch, marsch. Lockern, lockern,
lockern und Seitenwechsel. Linker Fuß geht auf die rechte Ecke. Positioniert euch gut, dass ihr schulterbreit seid im Stand. Nehmt den Ball vor die Brust und es geht wieder runter in unsere Lunges. Schön, ganz langsam und kontrolliert und tief. Perfekt, schön tief. Wenn ihr eure Po-Muskeln spürt, dann macht ihr alles richtig. Wenn ihr eure Oberschenkelmuskulatur britzeln fühlt, macht ihr alles richtig. Come on. Noch 10. Schön, schön. 9. 8. Schön den Ball parallel zum Boden führen. Perfekt. Noch 6. Fast geschafft. Komm. Noch 5. Noch 4. 3. 2, 1. Ihr wisst es, isometrisch, wir halten für 5, 4, noch 3, noch 2 und lösen. Super, wir marschieren auf der Stelle und locker, locker, locker. Marsch, marsch, marsch. Locker, locker, locker. Wir kreisen unser Becken, wir machen uns locker. In der Schwangerschaft sollte man natürlich die geraden Bauchmuskeln, ja, die sollte man natürlich nicht trainieren, die schrägen dürfen wir trainieren, aber man sagt so ungefähr ab der 20. Woche ungefähr zur Hälfte nicht mehr die geraden. Warum? Um eine Rectusdiastase zu verhindern. Ganz klare Sache. Okay, lockern, lockern, lockern und nochmal shaky, shaky für die Beine und dann geht's weiter, ihr Hübschen. Bei unserer letzten Übung begeben wir uns nun mit dem rechten Bein zuerst auf die linke Seite. Der Fuß setzt komplett auf den Step auf. Keine wackelige Angelegenheit. Ihr streckt eure Arme nach vorne. Der Ball ist parallel zur Erde mit den Armen und ihr verlagert das Gewicht langsam und kontrolliert nach vorne. Ja, der Oberkörper senkt sich ein wenig und dann löst ihr das linke Bein von der Erde, zieht ran und tippt wieder auf. Okay? Und 10. Super. 9. Schön, langsam und kontrolliert. Okay, letzte Übung, ihr Lieben. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Schön, noch 6, 5, 4, 3, die letzten 2 und der letzte. Schön, und wir bleiben noch mal kurz so für 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Wir gehen aus der Belastung. Drehen uns schon mal in den Seitenwechsel und das linke Bein setzt komplett auf, den Step auf. Ihr streckt eure Arme nach vorne und jetzt geht's nochmal für die letzten 10. Come on, 10, ihr Süßen. 9, 8, schön, schön, schön. Noch 7, noch 6, langsam und kontrolliert. Seht zu, dass ihr das irgendwie immer schön langsam und kontrolliert macht. Vor allem je größer der Bauch auch ist. Wunderbar. Die letzten 3, 2 und die letzte. Okay, wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Wir kommen zum Stretching. Ihr Lieben, der Ball kann zur Seite gerollt werden und wir lockern die Arme aus. Wir machen uns ganz groß, wir kreisen. Richtig schön. Füllen wir den Körper mit neuem Sauerstoff. Versorgen unser kleines Baby mit viel Sauerstoff und voller Energie. Je mehr Bewegung man hat, desto energiereicher ist man auch in der Schwangerschaft. Das spreche ich auch aus Erfahrung. Auch wenn es manchmal echt mühselig ist bei der ganzen Müdigkeit, aber das hat mir tatsächlich sehr geholfen, weil ich hatte die ersten 3 Monate ganz schreckliche Übelkeit und aber auch ja, sehr starke Müdigkeit natürlich. Okay, wir lockern und lockern und lockern und kreisen die Arme nach hinten. Sehr schön. Und lockern. Und wir nehmen die Schultern, ziehen die Ellbogen ran an die Brust und halten das Ganze. 5, 4, 1, Seitenwechsel und wir halten hier auch nochmal 5, 4, 3, 2, 1, okay, lockern, sehr schön.
Wenn du kannst, halte dich jetzt irgendwo fest und dann ziehst du dein Fuß ran, Knie an Knie, die Beine sind parallel und dann dehnst du deine Oberschenkelmuskulatur. Schön dehnen, halten, halten, halten und wir lockern das Ganze. Ja, und jetzt auch nochmal die andere Seite. Wichtig ist, halte dich am besten irgendwo fest, damit du nicht umfällst. Hast du eine gute Balance, dann kannst du es natürlich auch so machen. Auch hier wieder Beine parallel, Knie an Knie. Und wenn du ein bisschen mehr in die Dehnung möchtest, dann senkst du ein wenig deinen Oberkörper nach vorne. Und halte. Noch 3, 2, 1. Super. Setze nun deine Ferse auf dem Step vorne auf. Und dann spürst du auch schon die Dehnung in der Beinrückseite. Oberkörper geht nach vorne, langsam und kontrolliert. Achte schön auf den Bauch. Atme schön durch und die Fußspitze ziehst du zum Körper ran. Wenn du es kannst, dann zieh nochmal die Fußspitze nach. Ansonsten kannst du auch so in dieser Dehnungsposition bleiben. Schön. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Kontrollierter Seitenwechsel. Auch hier wieder die Ferse aufsetzen, Fußspitze ranziehen und wir senken den Oberkörper ein wenig ab und halten diese Position. Auch hier gilt wieder, wer das nicht schafft, die Fußspitze zu berühren, bleibt dort in der Endposition, wo es einfach nicht mehr tiefer geht. Okay, schön. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen.